Wenn du dann, also kommen wir mal zu dir ja, so ein bisschen als Privatmensch. Wenn du dann mal zu Hause sitzt, ihr wohnt im schönen Heidelberg, wenn man dann mal zu Hause vorm Fernseher sitzt, bist du dann eher so einer, der sich dann auch mal, weiß ich nicht, so eine Tüte Chips reinzieht? Also bist du dann ein normaler Mensch oder bist du durch und durch, also gönnst du dir auch mal so eine Art Cheat Day oder Cheat Abend oder ist bei dir alles komplett durchgeplant, was so Ernährung und so angeht? Ja, schon ziemlich viel durchgeplant, ehrlich gesagt. Ich kriege ziemlich schnell ein schlechtes Gewissen, wenn ich irgendeine Scheiße esse. Aber ich glaube, ab und zu muss man auch was für die Seele tun. Und ja, so einmal die Woche gebe ich mir schon auch mal, wenn jetzt vielleicht nicht gerade ein Spiel am nächsten Tag ist, wo ich dann auch was esse, auf das ich vielleicht gerade Lust habe. Und Womit? dann sind es eher Chips, muss ich sagen. Genau, Bin womit eher. lockt man dich dann da so aus der, also bist du eher ein Chips-Typ oder auch mal Schokolade, oder? Schokolade überhaupt nicht. Ich bin eher so, ja, ich brauche was Salziges. Ja, das kenne ich. Viel zu viel davon. ja, wie sieht deine Freizeit aus? Also was tust du, wenn du einfach mal abschalten willst? Ja, wenn die Zeit es gibt, dann bin ich gerne mit Leuten einfach zusammen. Wir machen irgendwas in Heidelberg, da kann man. Ja, draußen allein schon, wenn man die Neckarwiese geht, ist immer einiges los. Gehe noch mal in Ruhe einen Kaffee trinken. Ja, ich schaue mir auch mal gerne eine Serie an, irgendwo im Fernseher oder auf einem Streaming-Portal. Dabei kann ich auch ganz gut runterkommen. Und ja, das sind so Sachen, ich bin gern mit Leuten einfach zusammen. Ich bin nicht so gern dann alleine zu Hause. Das macht mich nicht ganz so glücklich. Ja. Das sind so die Sachen, die mich dann so ein bisschen runterbringen. Und was sind das für Serien? Sind das dann eher so die harten Serien oder schaust du lieber was Witziges? Ja, relativ unterschiedlich. Jetzt zuletzt habe ich Narcos geschaut. Finde ich sehr, sehr, sehr gut. Dann kann ich Homeland sehr empfehlen. House of Cards habe ich auch angeschaut. Das sind so die Serien, die in letzter Zeit vorkommen. Und ansonsten sind sehr viel Dokumentationen irgendwie auf dem Plan. Das heißt, auch immer wieder Dokumentation, was für Themen interessieren dich da am meisten? Ehrlich gesagt, alles Mögliche, sei es Ernährung, sei es irgendwas Politisches, Sportdokumentation, schon noch so ein bisschen das Favorite für mich. Da bleibe ich am einfachsten hängen. Das sind so die Sachen, die vorkommen. Bei welcher anderen Sportart, bleibst du am Fernseher? Was guckst du da am liebsten? Fußball. Fußball, Ja, ich schaue okay. sehr viel, aber Fußball kommt natürlich auch ganz viel. Aber ich bin einfach sehr Fußball interessiert, habe früher auch selbst mal Fußball gespielt und da bleibe ich schon einfacher und auch bei vielen Spielen hängen. Okay, das heißt, die ganzen neuen Trendsportarten, sage ich jetzt mal, das ist ja nur in Deutschland neu, wie American Football und sowas alles, kannst du den Hype da so ein bisschen nachvollziehen, oder lässt sich das kalt? Kann ich sehr nachvollziehen. Ich finde es auch eine richtig geile Sportart. Ich habe manchmal nicht die Geduld, so ein ganzes Spiel anzuschauen, muss ich sagen. Sehen wir ein paar zu viele Unterbrechungen auch, gerade im deutschen Fernsehen, wenn die dann mal wie das 10. Mal ins Studio schalten, das nervt mich ein bisschen. Aber da gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, das über den League Pass zum Beispiel zu sehen. Aber ich finde das eine richtig coole Sportart. Das ganze Taktische, was dahinter steckt, so ein Team zu bauen mit so vielen Spielern, das ist ja was ganz anderes als, wenn man hier, wir sind 14 bis 16 Leute und dann kommen die in eine Vorbereitung mit 70 Spielern, von denen es dann 20 gar nicht am Ende schaffen, in der Liga zu spielen. Also das ist schon nochmal was ganz anderes und da benötigt man schon auch ja, viel mehr, ja, um so ein Teamgefühl einfach herzustellen. Die einzelnen Trainer für die einzelnen, ja, Defense, Offense für die einzelnen Bereiche. Ich glaube, da kann auch der Handball vielleicht auch noch ein bisschen was davon lernen. Ich glaube, wir haben vielleicht die finanziellen Möglichkeiten nicht unbedingt, um so viele Trainer auch anzustellen. Aber ich glaube, so diese Spezialistentrainer, das kann schon, könnte auch beim Handball gut funktionieren. Also einen für Außen, einen für die Rückraumspieler, so in die Richtung meinst du das? So in die Richtung auf jeden Fall, ja. Das wäre definitiv mal eine Idee. Vielleicht müssen wir das mal ein Zimmer weiter anbringen. Viele wissen ja auch, dass du jahrelang mit Uwe Gensheimer zusammen in einem Haus gelebt hast. Ihr wart quasi Nachbarn. Wie ist jetzt der neue Nachbar so?
Ja, es läuft auch eigentlich ganz okay. Der spielt bei Hoffenheim Fußball. Ah, okay. Lukas Rupp heißt er. Okay. Läuft auch alles gut. Ich habe ihn schon früher gekannt, weil er mal beim KSC gespielt hat und mit einem Kumpel von mir dort zusammengespielt hat. Sein Vater hat früher auch Handball in Leutershausen gespielt. Und ja, ich habe ihm die Wohnung quasi dann vermittelt, als Uwe ausgezogen ist. Und passt soweit auch ganz gut. Du hast mal gesagt, Uwe ist immer so laut. Ist der leiser? Ich habe zumindest bisher relativ wenig gehört, ja. Das muss man ja auch mal ehrlich sagen. Also, das mit Uwe war auch eine gute Nachbarschaft. Wir wollen da jetzt gar nicht so sehr drauf rumreiten. Es war aber über Jahre immer sehr witzig, diesen Geschichten zu lauschen. Sowas, was ihr so übereinander so zu erzählen habt. Vermisst du ihn auch ein bisschen? Also, ihr standet euch ja schon relativ nah. Uwe ist jetzt in Paris. Ihr seht euch wahrscheinlich nicht mehr allzu viel, aber telefoniert ihr regelmäßig? Habt ihr noch Kontakt? Ja, wir haben schon noch Kontakt, ob wir jetzt uns irgendwelche WhatsApp schreiben oder telefonieren, passiert schon noch ab und zu. So eine Regelmäßigkeit da nicht zu erkennen, das kommt dann einfach aus der Situation raus oder mal aus dem Tag raus, wo man denkt, okay, jetzt könnte ich mich mal wieder melden. Aber wir sehen uns ja dazu auch noch bei der Nationalmannschaft. Klar, hat man oft so Situationen, wo man denkt, wir sind zum Beispiel jeden Tag zusammen zum Training gefahren. Das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt fahre ich jeden Tag mit Epple eigentlich zum Training, weil er auch bei uns in der Nähe wohnt. Und das sind schon noch immer noch Dinge, wo man denkt, das hat man früher eigentlich immer zusammen gemacht. Wir waren auch auf dem Zimmer immer zusammen bei den Auswärtsspielen. Und ja, da vermisst man sich schon irgendwie auch ein bisschen. Ist schon auch schade, dass es noch nie zu diesem Duell gekommen ist, oder? Rhein-Neckar-Löwen gegen Paris Saint-Germain? Oder seid ihr eigentlich ganz froh, dass ihr noch nicht gegeneinander spielen musstet? Ja, wäre schon interessant auf jeden Fall, aber irgendwie wäre es, glaube ich, auch eine ziemlich komische Situation. Ich hatte das zum ersten Mal, als ich mit der Nationalmannschaft damals gegen einen Mannschaftskollegen, gegen Beate, spielen musste. Und das fand ich damals auch ganz, ganz strange irgendwie. Und das war so eine Situation, an die man sich erstmal gewöhnen musste, dass man auch gegen eigene Mannschaftskollegen dann irgendwo auch da gegeneinander spielt. Und das wäre beim Duell gegen Uwe sicher nochmal speziell. Wahrscheinlich auch mit ordentlich Gefrotzel verbunden, oder? Ganz sicher, Ganz sicher. Ja, jetzt ist es ja so, dass die Mannschaft diese Abgänge, die in den letzten Jahren da waren, ja ganz gut kompensiert hat. Die Mannschaft floriert und jeder funktioniert eigentlich immer sofort. Wer ist denn bei euch so in der Mannschaft so ein bisschen der Clown? Gibt es da einen, wo du sagst, wenn der dabei ist, dann ist es eigentlich immer witzig? was denkst du, wer es ist? Für mich schwierig einzuschätzen. Ich glaube, weil du gerade über Apfel gesprochen hast, ich glaube, dass Apfel Das weit war vorne nicht so mit dabei schwer, sein oder? könnte. Ja, ist er so der Ja, zieht schon die Lacher auf sich schon ganz gerne. Apfel und ich weiß ja gar nicht genau, ist Andy auch einer, der mal einen fallen lässt, oder ist Andy in der Kabine genauso straight und so fokussiert, wie er das auf dem Spielfeld ist? Andy kann schon auch ganz lustig sein. Er hat vor allem öfters, wie Olli nennt es immer, er hat sein Maschinengewehr dabei. Er schießt ganz gern gegen alles und jeden und schon direkt ins Gesicht. Und das kann auch mal ganz lustig sein, auf jeden Fall. Okay. Und ich hatte kurz darüber nachgedacht, ob ich Hendrik Pekeler nenne, aber Hendrik Pekeler ist schon ein sehr nordischer Humor, den er anbringt, oder? Ja, da muss schon ein bisschen was Härteres rauskommen, um Pegel zum Lachen zu bringen. Aber wenn er dann mal was sagt, dann ist schon, dann schluckt man erst mal, aber dann ist das Gelächter auch schon groß, weil er sagt dann nicht ganz so viel, aber wenn er was sagt, dann hat es schon was Negatives. Ja. Wird er von euch eigentlich auch mal hochgenommen, dass er jetzt nicht mehr zum Titelfavoriten oder beim Titelfavoriten spielt nächstes Jahr, sondern halt nur noch beim THW Kiel? Ja, das muss man leider so sagen. Ja. Dafür kriegt er dann aber dumme Dafür kriegt Sprüche. er oft sogar was. Heute, weil seine Frau kommt ja aus Kiel, heute war er mit einem Auto mit Kieler Kennzeichen da. Es hat nicht so viel positive Reaktionen hervorgerufen, würde man sagen. Ja, aber es ist unglaublich, die Entwicklung, die Rhein-Neckar-Löwen genommen haben in den letzten Jahren. Siehst du wirklich auch so eine Art Machtwechsel? Also jetzt auch vielleicht so ein bisschen auf den THW bezogen, weil diese Machtdemonstration des THW ist ja in jedem Fall durchbrochen. Ja, ich habe keinen Bock von sowas zu reden. Ich glaube, wir sind noch, um jetzt mal allein die Erfolge zu zählen, sind wir noch sehr weit weg von dem, was der THW Kiel in seiner Vereinsgeschichte erreicht hat. Und darum,
muss man das erstmal respektieren. Aber wir leben auch im Hier und Jetzt und wir haben die letzten 2 Jahre die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Ich glaube, da, das ist was, worauf wir sehr stolz sein können. Was man, glaube ich, auch an uns sieht, dass wir das auch positiv irgendwie für uns umgewandelt haben, in jedem Spiel irgendwie ein bisschen selbstbewusster auch reinzugehen. Und wir wollen das so weiter fortführen. Und ich glaube, das Grundgerüst der Mannschaft hat diese Erfolge erlebt und ist auch in den letzten Jahren einfach auch gewachsen an den Misserfolgen. Wenn man jetzt gerade 2014 auch anspricht mit der verlorenen Meisterschaft. Und wir wollen einfach in jedem Jahr jetzt unseren Teil dazu beitragen, dass es weiter erfolgreich geht. Und wir haben einiges vor, auch in den nächsten Jahren. Das wissen wir, glaube ich, alle. Und es gibt ja auch noch andere Wettbewerbe außer der Meisterschaft, die man gewinnen kann. Und das ist auch mal ganz schön, irgendwann mal zu gewinnen. Du meinst den Pokal? Zum Beispiel, ne? Aber ich glaube, das kann man nicht gewinnen. Du hattest gerade was zum Galgenhumor gesagt. Ist doch eigentlich schon toll, wie dieser Verein mittlerweile mit dieser Situation umgeht. Dann steht auf dem T-Shirt dann mal ein Spruch, ne? Wir sind übrigens schon seit 10 Jahren hier und ist immer ganz schön eigentlich bei euch, Essen ist gut und so. Wir würden gerne das Ding da gerne mal mitnehmen. Aber du bist davon überzeugt, dass wir das Teil irgendwann mal in den Händen halten werden, oder? Ja, es muss ja irgendwann soweit sein. Ja, ich mache mir da nicht so einen großen Kopf darüber. Man kann ja nichts tun, außer jedes Jahr alles dafür zu geben, so weit zu kommen, dass man überhaupt erstmal in Hamburg ist, versuchen auch wieder aus seinen Fehlern zu lernen und an diesem Wochenende dann da zu sein. Und alles andere bleibt einem selbst nicht übrig. Vielleicht schaffen wir es irgendwann mal, die Auslosung ein bisschen anders hinzukriegen, dass wir vielleicht nicht im Halbfinale gegen Flensburg spielen. Dann sieht es vielleicht schon ein bisschen anders aus. Ja, das hoffen wir selbstverständlich. Was macht, also wir hatten es ganz am Anfang auch kurz mal über die Partnerschaft mit der PSD Bank. Was macht diese Partnerschaft mit der PSD Bank, die ja jetzt auch schon viele, viele Jahre besteht, für dich persönlich aus? Ja, es macht viel aus für mich auch. Ich habe einen Partner, der auf meinem Trikot jedes Spiel dabei ist und auch auf meinem Warmach-Shirt, der wie ich aus der Region kommt, der in Karlsruhe seinen Hauptsitz hat, wo ich auch mal jahrelang gewohnt habe, wo ich meine Schule beendet habe und der auch vor allem auch in sozialer Hinsicht viele Projekte verfolgt, die man sehr befürworten kann. Und ich bin einfach auch ein sehr sozial eingestellter Mensch und bin immer da auch ja, so ein bisschen auf der Suche, wo man was helfen kann und bin sehr begeistert von allen möglichen Aktionen, die es von ganz vielen Organisationen mittlerweile natürlich gibt, aber bei der PSD Bank merkt man einfach, wie viel Herzblut dahinter steckt und an wie vielen richtigen Stellen die Schrauben ein bisschen andrehen. Und das macht Spaß, dann Teil davon zu sein und das miterleben zu können. Okay. Die letzte Frage, die ich noch habe, oder vervollständigen Sie bitte, Sie, Herr Krötzky, folgenden Satz. Die Rhein-Neckar-Löwen werden dieses Jahr zum dritten Mal Deutscher Meister, weil... Weil wir mittlerweile in einem sehr, sehr, sehr gefestigten Umfeld spielen, eine sehr gefestigte Mannschaft haben, unsere Ziele sehr fokussiert verfolgen und das bis zum Ende durchziehen werden. Und was sind noch deine persönlichen Ziele, die du unbedingt nochmal mit den Rhein-Neckar-Löwen erleben möchtest? Also zum Beispiel die Jahreszahl von Uwe Gensheimer mal einstellen? Das kommt, wie es kommt. Ich bin jetzt hier seit 10 Jahren... habe einen Vertrag bis 2020, werde dann 13 Jahre hier gewesen sein und für mich gibt es keinen Grund, den Verein zu wechseln im Moment. Ich kann sowas verstehen, was Uwe gemacht hat. Sowas reizt einen, glaube ich, als Person schon auch ins Ausland mal zu gehen, ganz andere Erfahrungen zu sammeln. Ob das dann kommt, weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, dass wenn alles so weiterläuft, dass es für mich keinen anderen Verein in Deutschland geben wird, weil es ja auch keinen Grund gibt und man möchte sich ja irgendwo verbessern und das wird schwierig, wenn man woanders in Deutschland hingeht. Ich sag mal so, bestes Schlusswort. Das war Patrick Krötzky auf dem YouTube-Kanal der PSD Bank. Beim nächsten Mal gerne wieder einschalten. Dankeschön dir. Sehr gerne, wir drücken die Daumen für morgen. Danke.